Großer Erfolg, der glücklich macht, lässt sich nur in der Freiheit realisieren. Wir sehen das auch in der Gesellschaft. Allgemein leben Menschen am besten dort, wo es Freiheit und Demokratie gibt. In Gesellschaften, wo der Mensch das Gefühl hat, dass seine Meinung zählt und sein Wille respektiert wird. Ein außergewöhnlicher Manager soll frei sein in seinem Tun, Denken und Handeln. Und Menschen um sich herum immer die Freiheit geben, zu entscheiden, ob sie mit ihm kommen wollen oder nicht. Dann sollte er für das Erreichen seines Zieles nur diejenigen nehmen, die sich klar für seinen Weg entschieden haben. Mit diesen wird er sein Ziel am einfachsten erreichen. Die Freiheit bei der Entscheidung ist immens wichtig, damit du überzeugt bist, dass Menschen an dich glauben und dir glauben. Lass immer die Menschen um dich herum das Gefühl haben, dass die Entscheidung von ihnen selbst kommt. Die Kunst muss dabei sein, ihnen das Gefühl zu vermitteln. So werden sie auch alle Entscheidungen mittragen und voll dahinter stehen. Diese von vielen unterschätzte Tugend macht es erst möglich, dass andere Werte, die glücklich machen, wirken. Wahre Demut macht erfolgreich. Demütig sein hat nichts mit gedemütigt werden zu tun. Demut bedeutet nicht, negativ bescheiden zu sein. Demut bedeutet nicht, nur in seiner Schwäche zu leben, sondern auch seine Stärke zu erkennen und diese auch mit Freude ohne Arroganz zu zeigen und öffentlich dazu zu stehen und sogar damit zu werben, wenn dadurch Menschen und die Welt profitieren können. Was bringt es denn einer Person, die etwas weiß, die ein Problem lösen kann und aus Demut und Bescheidenheit versteckt bleibt und nicht über sich reden lässt? Wie kann Menschen, die dieses Problem haben und Lösungen suchen, geholfen werden? Demut führt auch zur Selbsterkenntnis. Es geht darum, um uns selbst zu kennen, damit wir uns auf eine Reise des Wachstums in Richtung Reife begeben können. Selbsterkenntnis ist auch die Grundlage, auf der unser Bewusstsein für andere Menschen aufgebaut ist. Selbsterkenntnis macht empathisch. Das funktioniert auf zweierlei Weise. Wir werden uns bewusst, wie wir auf andere reagieren und mit ihnen in Beziehung treten. Und wir haben ein Modell, das uns sensibel macht für das, was in anderen Menschen vor sich geht. Ein guter Führer, eine gute Führerin muss empathisch sein. Es geht nichts ohne Selbsterkenntnis. Die Liebe bringt dir etwas zurück. Wenn du etwas aus Liebe zu Menschen tust, bekommst du dafür eine Belohnung. Nichts ist umsonst, das kann man auch hier wieder sehen. Diese Dinge, die du tust, werden erfolgreich sein. Alle großen Menschen, die Außergewöhnliches geschafft haben, sind erfolgreich gewesen, weil das, was sie taten, mit Liebe für den Nächsten zu tun hatte. Sei es die Lehre, die Ideologie, die Philosophie, die sie ventilieren, das, wofür sie kämpfen, die Erfindungen, Forschungen und Geschäftsideen und so weiter, alles, was sie taten, sollte die Menschheit und den Menschen weiterbringen. Ihr Leben erleichtern. Das bedeutet, sie taten es aus Liebe für den Nächsten und bekamen von Gott die Belohnung und die Kosten zurückgezahlt in Form von finanziellem Erfolg, Ruhm, Befreiung und so weiter. Dankbar sein für alles, was in dir, um dich herum, mit dir passiert, ist der Schlüssel für einen großen Erfolg, der ganzheitlich glücklich und gesund macht. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freisetzung von Glücklichsein und Erfolg. Dankbarkeit geht mit Demut einher. Erfolg führt nicht zu Dankbarkeit und Glück, Erfolg beginnt mit Dankbarkeit. Auch spirituell oder wissenschaftlich, es ist vielmals bewiesen, dass Dankbarkeit zu einem Glücksflow führt und mit diesem Glücksgefühl kann noch mehr erreicht werden. Dankbarkeit lässt Chancen erkennen. Mit Dankbarkeit wandelst du Schwierigkeiten in Möglichkeiten um. Dankbarkeit öffnet Türen. Dankbarkeit macht glücklich und fröhlich. Dankbarkeit führt zu mehr Gesundheit. Dankbarkeit motiviert. Dankbarkeit lässt zu, dass einem geholfen wird. Dankbarkeit führt zur Versöhnung mit sich selbst. Dankbarkeit ist Liebe und stärkt die Selbst- und Nächstenliebe. Dankbarkeit stärkt das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Dankbarkeit stärkt das Selbstwertgefühl. All das sind Ingredienzien, die zum großen Erfolg führen. Alle konventionelle Mainstream-Mensch möchte Recht haben. Er sucht nach Recht, er will Recht behalten, deswegen die Gerichte, die nicht die Wahrheit aussprechen, sondern Recht. Du kannst schuldig sein, aber vor Gericht Recht bekommen,
weil du einen guten Rechtsanwalt hast. Du kannst die Wahrheit sagen, aber vor Gericht Unrecht haben. Für einen ganzheitlichen Erfolg ist aber die Wahrheit das Wichtigste. Sag stets die Wahrheit und lüge nicht, aber eine Notlüge ist in einer bestimmten Situation notwendig, genauso wie nicht alle Wahrheiten gut zu sagen sind. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich befreien. Mit diesem Satz sagt Jesus alles und braucht keinen weiteren Kommentar. Jesus vergibt viel und lehnt Rache ab. Am Kreuz bat er Gott, seinen Kreuzigern zu vergeben, weil sie nicht wussten, was sie taten. Jesus war mitfühlend mit den Sündern und seinen Gegnern. Das bedeutet, dass, wenn du etwas Großes schaffen willst, du genauso handeln sollst, wie Jesus es getan hat, zu vergeben und Menschen nicht zu verurteilen, die etwas Falsches gemacht haben oder anders sind. Wie Jesus sagte, wer wenig vergeben hat, liebt wenig. In Form von alle Menschen gleichzustellen und gleich zu behandeln, nach der jeweiligen Qualität und dem jeweiligen Verdienst, ist sehr wichtig, wenn man dauerhaften Erfolg schaffen will. Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass du alle gleichstellst, aber gleich behandelst. Wer hart arbeiten kann, bekommt auch mehr und weniger Arbeit, bekommt das, was er verdient. Erstelle Erfolgsprinzipien und Regeln, die für alle gleich gelten, und verbanne alle diskriminierenden Regeln. So wirst du Menschen um dich herum die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und glücklich zu sein. Glückliche Menschen leisten auch viel und sind loyaler. Wenn du außergewöhnliche Erfolge feiern willst, die die ganze Welt verändern, ist es zwingend wichtig, Gerechtigkeit zu üben. Es ist das, was uns hindert, das zu sein, was wir sein wollen, und das zu tun, was wir tun müssen, und das zu erreichen, was wir erreichen können. Mit Angst kannst du nicht etwas Großartiges schaffen. Du musst bereit sein, wenn du großen Erfolg haben willst, bestimmte Grenzen zu überschreiten, bestimmten Ärger, Konfrontation und Drohungen anzunehmen, dich deinen Gegnern, sogar deinen Feinden, zu stellen. Du musst bereit sein, dass du allein rechts gehst, während alle anderen links gehen, wie Jesus es tat. Sein Mut kennzeichnet Jesus. Er war furchtlos. Ein Mensch, der außergewöhnlichen Erfolg schafft, würde alle ihm angebotenen Möglichkeiten nutzen, um sein Ziel zu erreichen. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. In unserem Fall könnte der Tod sein, ein Gremium von Experten, Jury, Öffentlichkeit, ein Banktermin, Spott, Scham, Belustigung, Behörden, Medien und schlechte Berichte, schlechte Bewertungen, Versagen und so weiter. Ein Top-Manager hat keine Angst. Er konzentriert sich auf das, was er zu tun hat, um es zum Erfolg zu bringen, genau wie Jesus es uns zeigte.